Karuna, meine geliebte Segeljacht, schön und stärker als die eigenen Nerven. In der Sprache der Aborigines bedeutet Karuna Traumfänger. Dieser so wohlklingende Name wurde von Vater und Sohn im Outback von Australien entdeckt. Es gab nur eine Karuna, unser Traumfänger. So bekam die Beneteau Oceanis 430 anno 2003. Von 2009 bis 2016 war die Karuna in der Karibik unterwegs. Auch die letzten zwei Jahre bleiben unvergesslich. Segeln im Inselparadies der San Blas-Inseln, die vor Panamas Küste liegen. Nun kamen Ereignisse, die zum Verkaufsentschluss der Karuna führten. Schließlich fand ich Karl-Heinz Mehr Junior als Käufer bei eBay für den super günstigen Preis von 39.900 Euro. Anfang November flog ich nach Panama zum Schiff, um das Schiff für die Übergabe herzurichten. Als die Käufer der Karuna dann in die Marina kamen, fanden sie ein top sauberes Schiff vor. Beide Karl-Heinzes fühlten sich sichtlich wohl in dem schönen, sauberen, hochglanzpolierten Schiff. Die beiden Mehrs sind begeistert. Doch es war Regenzeit in Panama. Ein Hurrikan Otto war unterwegs und es regnete in Strömen. Es war nicht an einer Probefahrt zu den San Blas-Inseln zu denken. So ist man kurz auf den Panama-Kanal rausgefahren, um zu sehen, dass der Motor lief und das Schiff auch schwimmt. Alles war soweit in Ordnung und so wurde die Übergabe eher zu einer feuchtfröhlichen Party. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die Sonne macht doch vieles mürbe und so gab es eine reichhaltige To-Do-Liste nach Jahren in der Karibik. Bei meinem letzten Turn stellte ich fest, dass die Seewasserpumpe immer wieder aussetzte. So brachte ich zur Übergabe eine neue mit dem Hinweis, dass diese unbedingt eingebaut werden muss. Bei dieser Pumpe war die Verbindung zum Motor ausgeschlagen, hier rot angezeigt. Sie war nur notdürftig repariert. Nach 5 Monaten im Storage der Werft kamen die beiden Mehrs wieder zurück und brachten Karuna erneut in ihr Element. Sie soll vorbereitet werden für die große Fahrt nach Bremerhaven. Der erste Teilabschnitt soll zu den San Blas-Inseln und nach Kolumbien gehen. Hallihallo, schöne Grüße von der Karuna. Mal ein kurzes Statement von dem, was war und von dem, was kommt, für alle, die dies interessiert oder auch nicht interessiert. Also jetzt sind wir fast 3 Wochen in Shelter Bay Marina in Panama, hatten etliche Probleme mit Wasser im Diesel und Batterien waren alle trocken und sonstige Kleinigkeiten. Dann gab es noch ein Fenster, was nicht ganz dicht war und. Das haben wir alles jetzt erledigt. Soweit läuft jetzt alles und jetzt kann es losgehen. Jetzt fahren wir gleich los. Ich wollte eigentlich noch die restlichen 60 Liter, die wir rausgeholt hatten, wegen Wasser aus dem Tank noch nachtanken. Aber da ist das nichts mit tanken, frühestens 2,5 Stunden und das wird mir alle zu spät. Und wir haben noch genug so in Kanistern mit. Dann ist das halt mal einen Tag länger mehr segeln als Maschine. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Wir werden jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage wohl nicht per Internet erreichbar sein. Ich weiß nicht, wann wir wieder Internet haben. Sollten wir das erst in St. Martin haben, was ich fast befürchte, dann dürfte das 2 Wochen bis 20 Tage dauern, bis ich mich mal wieder melden kann und mal ein Lebenszeichen von mir geben kann. Mach's gut und wir hören voneinander. Alle, die mir die Daumen drücken, vielen Dank. Ich bin bei euch. Ciao.
Hier sind wir in der Casa Vela von Rainer und Birgit. Wir waren gerade einkaufen, trinken eine Tasse Kaffee. Ja, und das ist hier die Aussicht. Direkt in der Bucht. Da liegt unser Beiboot. Und da hinten liegt die Karuna vor Anker. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir am besten wieder wegkommen. Ja. Denn das ist hier nicht so einfach. Wegen Gegenwind, gegen Strom. Dann werden wir uns heute Abend nochmal richtig Gedanken machen. Ich melde mich später nochmal. Also schöne Grüße aus Portobello. So kann es ja auch aussehen. Da hinten ist er, die Karuna. Hinter dem Cut. Im strömenden Regen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die Luken vorne dicht gemacht habe. Scheiße. Oh. Naja. Da müssen erst zwei Handwerksmeister aus Germany kommen. Keine Ahnung, wo der Scheißer herkommt. Ich blick's nicht mehr. Ich blick's nicht. Jeden Tag was anderes. Die Vorräte hier so runter kann ich jetzt auch wegschmeißen. Jetzt brauchen wir noch weniger Bier, wo die Pumpe läuft. So, so scheint alles in Ordnung. Ich habe den Fehler gefunden. Vater, mach die Maschine noch mal an. Der Wärmetauscher. Wie man sieht, hört so ganz langsam auf, das Wasser zu laufen. Gut.
Eier, weil ein bisschen Scheiße kann ich einfach nicht leicht. Kommt gleich die nächste Scheiße hinterher. Der Baum ist ausgerissen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Aber mal gucken, ob der Mastbär noch gibt. So, für alle, die es vielleicht interessiert, mein kleiner Zwischenbericht. Also gestern war es mal ein guter Tag. Vom Außenborder war ja die Rutschkupplung defekt, also die sitzt ja in der Schraube. Die konnten wir gestern erneuern, die habe ich gestern besorgt in Kingston. Dann haben wir den Lümmelbeschlag, der gebrochen war vom Baum, zum Aluminiumschweißer gebracht. Wollen wir mal gucken, ob der das hinkriegt. Bezüglich des Waterlook, also das, an der Auspuffanlage, das Teil, wo immer das Wasser praktisch ins Boot gelaufen ist, dann aus dem Boot. Und für die defekte Birkenpumpe, da warte ich noch auf eine E-Mail. Ich hoffe mal, dass das auch in Ordnung geht, dass wir dann nächste Woche eine Lieferung bekommen können. Ja, und wenn die Teile dann alle soweit eingebaut sind und funktionieren, was ich ja hoffe, dann denke ich, können wir irgendwann so in einer Woche wahrscheinlich endlich hier weg. Vorher wird das wohl nichts, weil hier ist das nicht so wie bei uns, dass du in jeder Ecke irgendwo was kriegen kannst, sondern da muss ja alles erst angekarrt werden und ist alles ziemlich weitläufig. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt schon mal etwas besser, bin da ein bisschen beruhigter und habe ja auch jemanden gefunden, der mich hier unterstützt, der Marc, das ist ein einheimischer Jamaikaner. Scheint ganz in der Kerl zu sein. Und ja, wenn es was Neues gibt, dann gibt es eine kurze Info. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir geht es so langsam besser. Und bis später. Ciao. Hallihallo und ein schönes Pfingstwochenende wünsche ich euch allen aus dem dauerhaft sonnigen Jamaika, wo wir hier schon eine ganze Zeit festhängen. Gestern war Gott sei Dank mal wieder ein guter Tag. Wir sind gestern noch in Kingston gewesen und habe dort dann eine neue Birkenpumpe bekommen, die ich auch schon eingebaut habe. Jetzt ist Gott sei Dank das Wasser nicht mehr im Boot, sondern da gehört es ja auch nicht hin, sondern außerhalb. Die Pumpe funktioniert sehr gut, ist auch eine automatische Pumpe. Sobald was drin ist, geht's raus. Ja, dann hatten wir noch bei dem Aluminiumschweißer einen Lümmelbeschlag abgeholt für den Baum, für das Großsegel. Naja, als ich da angekommen bin, Gott sei Dank, habe ich mir das alles vorher nochmal genau angeguckt. Hätte ja fast einen Schlag gekriegt. Also Schweißen in Deutschland sieht, glaube ich, anders aus. Der konnte erstmal wieder 3/4 abtragen. Und was leider noch nicht ganz reicht, habe ich gestern Abend noch feststellen müssen. Also ein kleines bisschen nachfallen werde ich wohl noch müssen. Und, aber ich denke, das kriegen wir alle hin. Pfeiler habe ich hier. Und dann dürfte das auch mit dem Baum, mit dem Großsegel erledigt sein. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, was uns jetzt noch fehlt, das ist zum einen der Wärmetauscher der Auspuffanlage für den Motor, was ganz wichtig ist. Da bekomme ich allerdings erst morgen dann Bescheid, zu wann das lieferbar ist. Und Gas brauchen wir noch. Dann müssten wir noch mal einkaufen, um uns zu proviantieren. Ja, also rundum war es gestern ein guter Tag, wo ich eigentlich dachte, dass ich mich da mal abends ganz entspannt hinlegen könnte und die Nacht durchschlafen kann. Was natürlich dann leider nicht der Fall war. Da bekam ich dann ausgerechnet auch noch Durchfall mit Erbrechen und Bauchkrämpfe und das die ganze Nacht durch. Die Bauchkrämpfe sind Gott sei Dank weg. Das mit dem Erbrechen hat sich anscheinend auch erledigt. Ich jetzt kämpfe noch ein bisschen mit dem Durchfall, wird aber schon weniger. Aber muss ja auch irgendwie, wenn nichts mehr da ist, ne? Kann auch nichts mehr kommen.
Ja, da will ich mal hoffen, dass wir nächste Woche hier endlich wegkommen. Ich will nach Europa. Na, ich halte aber auf dem Laufenden. Scheint jetzt wieder aufwärts zu gehen. Und macht's gut und macht euch ein schönes Pfingstwochenende. Ciao. Jo, so. Wieder ein neuer Tag rum. Und ja, kein Tag ohne neue Ereignisse. Ich habe keine Ahnung, ob ich einem Seelenverkäufer aufgesessen bin oder ob da irgendjemand mit der Schalltafel sitzt und Knöpfe drückt und mit versteckter Kamera sich totlacht. Ich weiß es nicht. Also so viele Sachen auf einmal gibt es gar nicht. Es gibt nichts, was funktioniert. Alles geht nacheinander, verabschiedet sich. Ja, jetzt haben wir festgestellt, weil wir können die Maschine ja nicht laufen lassen, weil uns ja noch das Ersatzteil, der Waterlock, fehlt. Sonst haben wir ja das Wasser im Boot statt Auszeit, ne? Und ja, dann haben wir festgestellt, trotz Wind und trotz knalliger Sonne den ganzen Tag, haben wir keinen Saft gekriegt. Obwohl wir ja den Windgenerator und die Solarzellen haben. Und wir hatten alles soweit auch abgestellt und es kam einfach nichts dazu. Und da dachte ich mir, da stimmt doch was nicht. Bin dann auf der Suche gegangen und musste feststellen, dass die Kabel an den Solarzellen, hinten sind 5 Stück auf dem Geräteträger, wo locker war, den konnte ich so rausziehen. Ich denke, da kann ja was nicht. Dann habe ich das Ding losgemacht und habe mir gedacht, jo, war los. Festgestellt, dass dort ein Kabel ganz lose hing, beziehungsweise nicht lose, sondern der war nicht abisoliert und mit einem Klebeband abgeklebt an der Ader, am Aderende, sodass der nie irgendwo dran war. Und da habe ich mir gedacht, das kann irgendwie nicht sein, und habe dann die anderen Solarzellen mal losgemacht, die Panels. Und siehe da, Panel 2 bis 5 ist schön miteinander plus und minus parallel verbunden, so wie es sein muss. Nur vom Panel 1 zu Panel 2 ist nur die Plusleitung, aber die Minusleitung nicht verbunden. Das heißt, wenn überhaupt mal was da funktioniert hat, dann war es nur das erste Panel, bis sich das Kabel gelöst hat. Und die anderen 4, die können nie funktioniert haben. Ja, nachdem ich das dann angeklemmt hatte und wir heute wieder ausreichend Sonne hatten, muss ich feststellen, der lädt wie Hulle. Ja, der Fehler ist behoben. Der Windgenerator bringt nicht allzu viel, hat wahrscheinlich auch schon seine Tage. Die neueren, die haben da ein bisschen mehr Leistung. Ja, es sollte ein Stromfresser an Bord sein. Ich habe mir jetzt festgestellt, welcher da wahrscheinlich wo sein soll. Da ist ja ein größerer Kompressor für die Kühlung reingekommen. Und wenn ich dann irgendwo einen Kompressor habe, der vielleicht so 100, 120 Watt hat, dann muss ich mich nicht wundern, wenn der dann immer wieder mal 10 Ampere schluckt bei 12 Volt Betriebsspannung. So, also wie gesagt, da sind wir schon mal wieder einen Schritt weiter, Gott sei Dank. Dann hatte ich mal mich nicht auf die jamaikanische Hilfe hier verlassen, sondern habe mich da mal selber durchgerungen, bei Vetos in den Niederlanden in Schiedam anzurufen. Die haben mir dann eine passende Nummer in Baltimore in den USA gegeben, dann habe ich mit denen telefoniert. Und siehe da, ich brauche keine 2 Wochen mehr auf meinen Waterlog warten. Der dürfte Freitag, wenn irgendwas schief läuft, allerspätestens Montag da sein. Und dann können wir los. Also ich hoffe mal, wenn der Freitag da ist, dass wir Samstag, spätestens Sonntag los können. Und dann hält mich nichts mehr, egal was dann passiert. Und wenn die Karre absäuft, ich segel durch. So, ich freue mich auf euch alle, auf ein Wiedersehen. Und jetzt nehme ich mir erstmal den verdienten, gesunden Mojito. Prost und eine gute Woche. Ciao. So, für alle, die es vielleicht interessiert, mein kleiner Zwischenbericht. Gestern war es mal ein guter Tag. Vom Außenborder war ja die Rutschkupplung defekt, also die sitzt ja in der Schraube. Die konnten wir gestern erneuern, die habe ich gestern besorgt in Kingston. Dann haben wir den Lümmelbeschlag, der gebrochen war vom Baum, zum Aluminiumschweißer gebracht. Wollen wir mal gucken, ob der das hinkriegt. Bezüglich des Waterlook, also an der Auspuffanlage, das Teil, wo immer das Wasser praktisch ins Boot gelaufen ist, statt aus dem Boot. Und für die defekte Birkenpumpe, da warte ich noch auf eine E-Mail. Ich hoffe mal, dass das auch in Ordnung geht, dass wir dann nächste Woche eine Lieferung bekommen können.
Ja, und wenn die Teile dann alle soweit eingebaut sind und funktionieren, was ich ja hoffe, dann denke ich, können wir irgendwann so in einer Woche wahrscheinlich endlich hier weg. Vorher wird das wohl nichts, weil hier ist das nicht so wie bei uns, dass du in jeder Ecke irgendwo was kriegen kannst, sondern da muss ja alles erst angekarrt werden und ist alles ziemlich weitläufig. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt schon mal etwas besser, bin da ein bisschen beruhigter und habe ja auch jemanden gefunden, der mich hier unterstützt, der Marc, das ist ein einheimischer Jamaikaner, scheint ganz netter Kerl zu sein. Und ja, wenn es was Neues gibt, dann gibt es eine kurze Info. Ich hoffe, euch geht allen gut. Mir geht es so langsam besser und bis später. Ciao. Hallihallo. Kleines Statement von mir. Vielleicht sollte ich heute mal nicht sagen, schöne Grüße aus Jamaika. Vielleicht sollte ich heute lieber mal sagen, Jamaika lässt grüßen. Warum sage ich das? Naja, wie ihr schon alle wisst, warte ich ja immer noch auf das Ersatzteil im Waterlock, damit wir überhaupt wegkommen. Das Teil ist bestellt worden per Express, Luftfracht, hast du nicht gesehen, mit Mehrkosten und. Jo, das ist eine Woche her und eigentlich sollte das Teil ja gestern schon da sein. Spätestens. Und jetzt habe ich dann heute endlich mal wieder jemanden von der Firma an der Leitung gekriegt und man weiß nicht mehr, wo das Paket ist, geschweige denn, ob das mit DHL, mit UPS oder FedEx rausgegangen ist. Somit hat man auch keine Tracking-Nummer und ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier Sache ist. Also das zieht einem echt die Schuhe aus. Ich stehe eigentlich noch genauso blöd da wie vor 2 Wochen. Man will mir natürlich sofort eine Message geben, eine SMS schicken oder dergleichen, wenn neue Informationen da vorhanden sind. Aber bei der Arbeitsweise hier muss ich das schon sehr bezweifeln. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was ich machen soll, wenn ich das Teil jetzt nicht kriege. Weil ohne dem ist es ganz schlecht. Naja, warten wir mal ab, was da kommt, was passiert und ob überhaupt was passiert. Spätestens morgen soll ich auf jeden Fall eine Nachricht haben. Und ich hoffe mal, dass die Nachricht darin besteht, dass das Teil da ist. Ich werde mich dann auf jeden Fall nochmal melden, bevor ich dann hier vielleicht irgendwann mal wegkomme. Ja, ich wünsche euch in Deutschland alles Gute und ja, macht's gut, bis später. Ciao! Nochmal ein kurzes Statement, mal so ein bisschen aktualisieren die Nachrichten. Also die meisten wissen ja mittlerweile, dass ich vor knapp 2 Wochen per Express hier bei einer Firma, eine Company, die auch noch eine Vertretung von Veto sein soll, Ersatzteil bestellt habe, was dringend benötigt wird. Und ja, die haben es einfach nicht gebacken gekriegt so lange. Jetzt soll es angeblich da sein. Ich habe darauf verzichtet, habe gesagt, können sie behalten. Ich habe mittlerweile in Deutschland angerufen, in Bremen, bei der Firma SVB. Und die haben mir dann bestätigt, 4 bis 5 Tage per UPS Express für 79 Euro. Ja, und dann habe ich noch gleich ein paar Teile mitbestellt, die ich hier noch gebrauchen kann. Und dann warte ich dann mal eben diese 4-5 Tage nochmal eben ab. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Es läuft jetzt zwar hier, wir haben den Waterlock, also diesen Wassersammler, nochmal komplett mit Fiberglas ummantelt und das scheint zu halten. Hervorragend, aber da wir ja nun mal über einen großen Teich segeln wollen, ist es besser, man geht auf Nummer sicher und wir warten dann mal auf das Originalteil. Dann werden wir das einbauen, das andere als Ersatz behalten. Ja, heute waren wir Wassertanken, Dieseltanken und ja, somit ist der Tag jetzt auch gut gelaufen und dann warten wir jetzt mal auf das Ersatzteil oder auf die Ersatzteile aus Deutschland und sobald die da sind, geht's ab nach Hause. Ich habe nämlich keinen Bock mehr hier. Das ist mir hier zu doof. Naja. Bis dann, alles Gute, liebe Grüße nach Deutschland und ihr hört von mir. Deutsche Gründlichkeit ist doch Wahnsinn, da muss man ganz ehrlich mal sagen. Am Freitag habe ich bei SVB in Bremen eine Bestellung aufgegeben, wo ich jetzt hier schon seit über 2 Wochen drauf warte und ich kriege hier einfach nichts geschissen. Am Freitag, und wir haben heute Sonntag, eine Bestellung aufgegeben. In Bremen, in Deutschland. Und ich habe gerade nachgeschaut, UPS Express, es ist schon in Miami. Über Köln und über Louisiana, über Kentucky oder irgendwie sowas ist es nach Florida, Miami gegangen.
und man hat angegeben, wahrscheinliche Ankunftszeit ist der 21. Also ich packe mich am Kopf, warum kriegen wir das hin und die anderen nicht? Aber es freut mich. Ich dann bin ja mal gespannt, wann ich es denn halten kann. Aber dieses Tempo hat mich doch schon wahnsinnig überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es lässt mich nach vorne blicken und es lässt mir das Gefühl, ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle. Drückt mir bitte die Daumen. Mal so 7 Wochen einfach nur Wasser und nichts anderes links und rechts. Ist nicht so easy, aber ich habe es mir halt so ausgesucht, ne? Bis später. Ich liebe euch. Jetzt gibt es mal wieder einen Zwischenbericht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. So langsam wird das hier nicht mehr lächerlich. Es ist mittlerweile schon verdammt ärgerlich. Mein Vater ist gestern schon ausgerastet, aber dazu erzähle ich gleich noch mehr. Ja, wir hatten am 16. Jahr in Deutschland unsere Ersatzteile bestellt. Und frühen Morgen am 19. waren die Sachen schon hier auf Jamaika. Es war angegeben, Liefertermin hier im Hotel der 21., also heute. Und siehe da, gestern oder vorgestern, ne? Gestern stand dann plötzlich Anlieferungstermin unbekannt, weil warten auf Feedback von der Clearingstelle. Was immer das auch sein soll und was die da immer noch klären wollen, ich habe keine Ahnung. Aber das habe ich mir schon fast gedacht. Also über die ganze Welt geht das innerhalb von 3 Tagen, innerhalb von Jamaika, und der Airport, der ist von mir aus hier zu sehen. Bis zu dieser Hoteltür wird wahrscheinlich 3 Wochen dauern. Ich habe keine Ahnung, aber so langsam macht es wirklich keinen Spaß mehr. Es kostet hier alles ein Schweinegeld für jeden Scheiß, wenn man die Hand aufhalten. Und dann kriegt man noch nicht mal so ein bisschen Leistung. Also das ist nicht normal, das ist nicht normal. Ja, gestern zu der Geschichte von meinem Vater. Ein Franzose, der ist vorgestern noch reingekommen mit Motorproblemen, und da haben ihn die Lotsen eben so 100 Meter geschleppt zum Ankerplatz, damit er einen Anker fallen lassen kann. Dafür wurden sie im Nachhinein dann für diese Hilfe 7000 Dollar ab, US-Dollar. Der ist bald vom Sockel gefallen. Ja, nach einem langen Hin und Her waren es dann nachher nur noch 700, dann 400, jetzt 300. Dann kamen die gestern wieder mit ihrem Pilotboot an mein Schiff rangefahren, weil da saß dann auch der Franzose bei uns. Wir haben uns mal zusammen unterhalten, und zufällig war vorne drauf an Deck auf diesem Lotsenboot auch dieser kleine Scheißer, der uns versucht hatte, schon vor gut 3 Wochen oder fast 4 Wochen zu verscheißern. Da haben wir nämlich angelegt bei der Lotsenstation, wo unter anderem auch die Wasserschutz ist und die Immigration-Stelle. Und ja, wir fragten nach Frischwasser für unsere Tanks. Ja, wäre kein Problem, hier Frischwasser könnte er uns geben. Und als wir dann so langsam die Tanks dann auffüllten, fragte er, wie viel Liter da reingehen. Ja, so 600. Ja, er könnte hier Schwierigkeiten kriegen und seinen Job verlieren, aber 100 US-Dollar dafür geben wäre da gut. Das hatte er nicht ganz ausgesprochen. Da kam ein anderes Lotsenboot, wohl mit dem Hafenmeister. Der kam direkt zu uns und fragte, wo wir herkommen, was wir so vorhaben und was wir für Probleme haben und. Und dann haben wir drüber gequatscht, und dann hat er uns noch schönes Abenteuer gewünscht und gute Heimreise. Und wenn wir Frischwasser brauchen sollten, könnten wir uns das hier für nothing nehmen. Oh, für nothing. Ja, das haben wir dann auch gemacht und haben uns dann da wieder verpieselt. Und jetzt war dieser Bengel wieder vorne an Bord und schrie nur rüber, hey, Father and Son, I have give you fresh water. There is my money. Und da ist mein Vater ausgetickt. Zu Recht. Aber das Video schicke ich euch hier direkt mal gleich nach. Unter anderem gab es dann auch eine Auseinandersetzung zwischen den Pilots und dem Franzosen, der bei uns an Bord war. Die wollten dann heute Morgen kommen und abkassieren. Und er sagte vorher schon, na, er hatte Probleme mit seiner Kreditkarte. Und er würde das direkt zahlen bei der Company von den Pilots. Nein, nicht direkt da, nicht bei der Company, sondern man müsste ihnen das Geld geben. Ne? Ist klar, für die Hosentasche.
Ja, mal gucken, wie das Spielchen ausgeht. Ich wünsche euch noch was und ich will mal hoffen, dass dann zumindest morgen die Teile kommen. Ich weiß es nicht. Na gut, bis dann, alles Gute nach Deutschland und wir sehen uns. Ciao. My friend, hey! What time can we pick you up tomorrow? No time. In the morning we can come for you to take you to the company? No time. What time? I don't know where the company, the credit card should function. The credit card now function. No. Hey, father and son. Yeah. Remember me, I'm the one who give you the water at Marie. Yes, thank you. Thank you for your help. You're supposed to give me everything. What? You made an agreement with the company. Sag mal, will er mich verscheißen oder was? Ist das Geld haben wollte? Ja klar wollte er wieder Geld haben. Ich komme für jetzt mal. Yeah. You give water? Klar, okay. Was ist los? You give me water? Ja, no, Water. Der Hafenmeister. Haben wir Wasser gegeben. So nicht! So nicht! Ein German Man! Yes, what? Yes. Yeah. And no stupid man. Next time, okay? Okay. Next time when you're in difficult, I ain't gonna help you. Yeah, you have not for friendship. You have only for money, my friend. Not for friendship, only for money. So nicht! I go to Schiefen. You bought $100 erpressen. Vom Habermaster umsonst bekommen. So nicht. Okay? Ist okay? Okay. No tomorrow. Tell them no money. Then tomorrow, man. That's the offer. We'll shut him up, man. What's that time? In the morning. Let me come pick you up. In the morning, I'm going to take you at the office. For you to go. Wait. At Maritime and Transport, okay? What have you? With him or us yet? No, he made an agreement to pay $300. What? But the Habermaster have said you can't the water for free and want to help me for friendship. I must go to Germany and not take for a par liter water $100. That is not normal, my friend. Okay? Yeah. When you give it, I say it's okay after. I hope I can you help. Okay? Yo! 200 LMC, 200 US. What? 200 US to help him, to bring him in. He say he come for him tomorrow to pay $300.
Yeah. $300. US. You hand 300. US. Not, US. Okay. 300 US. It, yes. But it's not 3,000. Three, no nome. Yeah, but that is not. And last time, yeah. Say 3 or 4. Yeah. Yeah. First, 7. Yeah. Second, 3. Yeah. And third, 3 or 4. Yeah. What time? Yeah. Yeah. First, and when you come here, yeah. Yeah. Look, I bring you. Ich glaube, hier ist einer dümmer als der andere. Ich weiß nicht, wie ich das noch bezeichnen soll. Oder ich bin einfach der Vollpfosten, kann natürlich auch sein. Ja, also den ganzen Tag rumrecherchiert, was ist mit meinem Paket und habe dann über die Homepage von UPS dann die Möglichkeit gefunden, über den Facebook Messenger mit UPS direkt zu chatten. Habe dort mein Problem geschildert und innerhalb von einer Stunde habe ich dann eine Antwort erhalten, wo drin stand, ich sollte doch die Adresse komplizieren. Was mich ein bisschen verwundert hatte, weil ich hatte hier eine Rezeption, die nette Dame gefragt nach der Adresse und auch alles soweit mit ihr abgesprochen, dass das hier hinterlegt wird und. Und sie gab mir dann Grand Port Royal Hotel und Kingston One in Jamaika. Und das hat mich schon da ein bisschen verwundert, dass da irgendwie nicht eine Straße, eine Street, eine Road oder sonst was dabei ist. Und habe dreimal nachgefragt, ob das denn wohl die komplette Adresse ist, dass das Paket hier ankommt. Ja, das ist sie. Die muss es ja wissen, sie arbeitet ja hier. Scheiße. Ich habe dann heute hier mit dem Officer oder Manager, keine Ahnung, was das hier war, gesprochen. Und der sagte mir, oh, da fehlt ja noch Port Royal Road und dann Kingston One. Aha, weil es gibt wohl noch ein Grand Hotel im Kingston Zentrum, was eine ganze Ecke von hier weg wäre. Dann kann es natürlich nicht ankommen. So, jetzt hatte ich diese Information weitergeleitet und UPS hat sich erneut gemeldet und hat mir mitgeteilt, dass das UPS-Team hier vor Ort informiert wäre und dass man mir das dann morgen zustellen würde. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin gerade nochmal explizit zur Rezeption gegangen, nochmal alle darauf aufmerksam gemacht, wenn UPS-Mann kommt, nicht wieder rauslassen mit meinem Paket. Kätzchen. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was morgen passiert. Hoffentlich klappt es jetzt. Bis dann, ciao. Hallo Leute, gestern hat wieder Jamaika zugeschlagen. Ich hoffe, das letzte Mal. War ein ja, typischer Jamaika-Tag gestern. Der hat mich völlig fertig gemacht, deswegen habe ich gar nichts mehr berichtet. Aber das hole ich jetzt nach. Ich hatte ja mit UPS über Facebook Messenger kommuniziert und man hat mir erzählt, ja, erst hat die Adresse, wenn ich komplett, was da völliger Schwachsinn war. Dann war auf einmal schon seit Tagen mein Paket, was ich ja brauche, beim Zoll angeblich und. Und es hat sich aber auch im Status überhaupt nichts verändert und dann habe ich mir gedacht, leck mich doch am Arsch. Irgendwie kam mir das komisch vor und ich bin. Und dann sind wir mal zum Airport gefahren, weil das ist ja nicht weit von hier. Dann bin ich da zum Zoll hin und der sagt dann, oh, da wäre man verkehrt, das ist nur für Personenabwicklung, aber wenn wir 4 Kilometer weiterlaufen, da wäre dann der Zoll für die Paketabwicklung, auch von UPS. Ja, dann sind wir die 4 Kilometer gelatscht, mein Vater hat es sogar geschafft. Und dann waren wir beim Zoll. Und dann habe ich dann mein Problem erklärt und die waren auch gleich hilfsbereit und sagten mir da vorne UPS, dann zum Custom Supervisor gehen, der könnte bestimmt helfen. Und siehe da, das Paket war noch gar nicht beim Zoll, aber UPS ist ja gleich mit da in der Halle. Dann wurde mal eben geklärt, dann wurde rausgesucht, da gab es wohl noch Theater. Und ja, dann habe ich noch so einen Import-Export-Assistant an die Hand gekriegt und dann haben wir das praktisch selber abgewickelt mit dem Zoll und dann alle. Hat geschlagene 5 Stunden gedauert, aber ja, ich meine, war auch noch ein bisschen schwierig, denn mein Geld ist hier auch endlich und so viel Jamaikan-Dollar hatte ich nicht mehr. Da kamen die plötzlich an und wollten 46.000 Jamaika-Dollar Zoll haben. Sag, was? Das ist ja ungefähr so viel, wie das ganze Paket gekostet hat. Das waren 391 oder 392 Euro. Da waren über 300 Euro, was die an Zoll haben wollten. Ich dachte, die haben ja alle Latten auf dem Zaun.
Ich sage, hallo, das ist nicht für Import, das ist für Transit. Das geht gleich wieder raus aus Jamaika, ab weg zu Deutschland. Dann war die wieder am Rechnen, ihre Bücher am Gucken, im Computer am Gucken. Dann hieß es plötzlich 26.000 Jamaika-Dollar. Ich sage, die habe ich aber nicht. Ich sage, ich habe noch in der Tasche, und das ist das Einzige, was ich noch habe, 13.000 Jamaika-Dollar. 200 Dollar brauche ich für den Bus, um mit meinem Vater wieder zurückzukommen. Also habe ich 12.800 Jamaika-Dollar. Und wie ein Wunder, geht glaube ich auch nur in Jamaika so, war die wieder an ihrem Computer und an ihrer Bücher und das hat dann wieder mal eine halbe Stunde gedauert. Und siehe da, wir hatten 12.731 Dollar zu zahlen. Das blicke ich nicht, wie das geht. Von 46.000 über 26.000 auf 12.731 und ein paar zerquetschte Jamaika-Dollar. Wie der Zoll sich doch hier wandeln kann. Der passt sich genauso an wie die anderen hier alle. Also hervorragend. Naja, auf jeden Fall ist das Teil heute Morgen eingebaut. Es funktioniert. Und ich lade jetzt noch aus dem Internet die Seekarten, die passenden, runter. Und dann wird das wohl erstmal für die nächsten Wochen das letzte Mal sein, dass ihr von mir hört. Solltet ihr nicht innerhalb der nächsten 8 Wochen irgendwas von mir hören, dann bin ich wahrscheinlich abgesoffen. Dann wäre schön, wenn er dann auf mich noch vielleicht einen Krombacher trinkt oder so. Anstoß. Ein bisschen Wein dürfte dann auch. Ja, weil wir haben das Problem jetzt. Kein Geld mehr da. Kein Bier mehr an Bord. Keine Zigaretten mehr. Das wird eine verdammt gesunde Fahrt. Ohne Bier und ohne Zigaretten geht es von Jamaika ab nach Europa. Direkt durch. Naja. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu sehr auf den Sack gegangen und die ein oder anderen Infos haben euch gefallen oder haben euren nächsten Jamaika-Trip jetzt auf die nächste Generation verschoben oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Also für mich war das erste Mal und das letzte Mal Jamaika. Das ist nicht meine Mentalität. Und ich glaube, okay, wenn du jetzt hier mit TUI so 14 Tage buchst und immer nur die tollsten Sachen gezeigt bekommst und überall Schauspielerei und hier ist ein schöner Strand und hier ist eine Bar und dann macht das wieder ganz toll sein. Aber wenn man das wahre Jamaika und zwar das in den Fischerdörfern und das bei den Behörden und so weiter kennenlernt, was man ja Tourist so nicht mehr machen muss, wenn man jetzt hier über Pauschalbuchung reinkommt, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich möchte hier nicht verrecken, sage ich ganz ehrlich. Und selbst wenn ich 100 Millionen hätte, würde ich hier nicht wohnen wollen. Na gut, alles klar. Ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Ich hoffe, es passiert nichts mehr. Da war er einfach abgebrochen, weil mein Daumen mittlerweile steif wurde. Das macht nichts. Ich wollte ja sowieso nur noch sagen, tschüss Leute. Ich hoffe, ich sehe euch alle wieder und kann euch mal in die Arme nehmen. Oder mal gemeinsam ein Bierchen oder einen Wein trinken. Alles klar, bis dann. Ciao. Übrigens, da haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen. Also, wollt ihr Kalle retten, dann schickt ihm Geld und Zigaretten. Ciao. So, letztes Statement. Wir haben es jetzt 3 Uhr in der Früh und haben soweit alles klar gemacht. Das Beiboot ist an Deck, der Motor ist am Achterkorb. Ja, der Anker ist gehoben. Ich habe jetzt gerade die Navigationsgeräte soweit vorbereitet, Autopilot eingeschaltet, Torplicht ist an. Ja, und jetzt wollen wir gleich los und ab nach Deutschland. Deutschland, willkommen! Hoffe ich. Bestimmt. Ja, also werden wir jetzt direkt losfahren, dann wisst ihr Bescheid. Morgens früh um 3 ging's los. Haufen. Heute haben wir Sonntag, ne Daddy? Ja. Sonntag. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, bis demnächst und ich freue mich auf euch. Lieb euch alle. Bis dann. Ciao. Mit dem automatischen Identifikationssystem AIS konnte man sogar die Karuna im Internet finden und deren genauen Position beim Start von Jamaika. 800 Meilen von Jamaika entfernt, 525 Meilen östlich von Orlando und 370 Meilen noch bis zu den nordöstlich liegenden Bermudas geschah es. Karuna brennt in den Morgenstunden. Wind und Welle sind kaum vorhanden und so steigen beide in die Rettungsinsel.
Ihnen blieb nur noch die Rettungsinsel. Die Yacht zweier Bremerhavener Segler sank am vergangenen Freitag im Atlantik, 800 Kilometer vor der amerikanischen Küste. Erst nach Stunden kam unter anderem dieser Tanker zur Rettung, mit Hilfe der Seenotretter. Das ist in der Tat eine lebensgefährliche Situation, selbstverständlich. Die beiden haben großes Glück gehabt. Es war relativ gutes Wetter. Der Atlantik ist normalerweise nicht so zahm. Es war relativ wenig Seegang, es war relativ wenig Wind. Dann ist es in der Rettungsinsel ganz anders, als wenn sie dazu auch noch schweren Seegang haben. Die Fahrt ging von Jamaika nach Bremerhaven. Die beiden Männer, Vater und Sohn, waren in einem 12 Meter langen Segelboot unterwegs. Möglicherweise war ein Feuer im Maschinenraum für das Unglück verantwortlich. Der Sohn erlitt schwere Verbrennungen. Bevor sie sich auf dieser Rettungsinsel in Sicherheit bringen konnten, setzten sie noch einen Hilferuf ab, per Satellitentelefon an Verwandte in Bremerhaven. Die Familie hat alles richtig gemacht. Sie hat sofort den Notruf gerufen, hat damit die Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Bremerhaven erreicht. Und die weiß natürlich dann, dass für Seenotfälle die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zuständig ist. In der Seenotleitung Bremen laufen alle Fäden zusammen. Aus Sicherheitsgründen müssen wir leider hinter der Tür bleiben. Bei rund 2000 Seenotfällen pro Jahr wird hier entschieden, wie die Rettung von wem eingeleitet wird. Die Zeit drängt, schließlich besteht häufig akute Lebensgefahr. Die Auswertung geht im Grunde genommen ganz schnell, weil das, was wesentlich ist, ist, wer ist in dem Seegebiet zuständig. Und das war in diesem Fall die Seenotleitung in Miami. Und die sind von unseren Wachleitern sofort angerufen worden, sind mit allen Informationen versorgt worden, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Miami alarmierte die Air Force. Und so waren nach kurzer Zeit neben diesem Tanker auch ein Rettungsflugzeug, mehrere Helikopter und Fallschirmspringer zur Stelle. Die Rettungsaktion dauerte mehrere Stunden. Beide Segler wurden anschließend nach Florida geflogen. So, liebe Freunde, ich habe mich ja lange nicht mehr gemeldet. Für alle, die es interessiert, ich bin mittlerweile in Gronau im Krankenhaus und bin dann von Orlando ausgeflogen nach Düsseldorf bzw. vorher bei Glasgow. Und jetzt liege ich hier und der Verband wurde gerade abgenommen und der bleibt jetzt auch wohl ab. Ja, und dann wollen wir mal hoffen. Mal hier ein paar Eindrücke. Juhu. Sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Also wer Hunger hat, kann sich ein Stück abziehen. Ja, naja. Gut, morgen komme ich aus dem Krankenhaus raus. Freut mich auch sehr. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und wie die Beine vielleicht in einem Jahr aussehen. Ne? Alles klar, ich melde mich später nochmal. Bis dann, jetzt muss ich erstmal duschen. Ciao. In dem Moment hat es Bumm gemacht und er flog auf den Rücken. Und dann hat er es endlich geschafft und kam angerannt und sagte, Papa, mach die Rettungsinsel klar. Es kam also in wirklich kürzester Zeit, kann man sich kaum vorstellen, nur noch schwarzer Rauch. Man konnte nichts mehr sehen, man hat nur gespürt beim Einatmen, das ist nicht richtig. Dann waren wir auf der Rettungsinsel und hatten dann, weil das Akku nicht richtig aufgeladen war, noch genau so viel Saft für einen Anruf. Weil das aber eben auch noch Stunden dauerte, bis dort wirklich jemand bei den Havaristen war, weil diese ja nun sich weit weg von der Küste befanden, haben wir dann nochmal probiert, den beiden das irgendwie mitzuteilen, was dann aber leider nicht mehr gelungen ist, weil deren Akku von dem Satellitentelefon defekt war. Wir konnten denen nicht Mut zusprechen, da jetzt wirklich durchzuhalten, sondern wir haben sie einfach nicht mehr erreicht und wussten den Grund eigentlich gar nicht. Und das war natürlich eine Ungewissheit die ganze Zeit, aber ich wusste, wir wären gerettet. Und mein Sohn wusste da, glaube ich, auch. Es stand dann aber relativ schnell fest, dass eben Amerika jetzt den Fall wirklich übernommen hat und auch Bescheid weiß über Position etc. Und dann ging das eben so schrittweise, dass diese Rettungsaktion anfing. What's significant about this particular mission was that we made the decision to paradrop a team of five members and
a Zodiac and medical equipment to the life raft, the Karuna that the Meniere's were under. That was 500 nautical miles offshore, and at that time that they had to get to the patients, the survivors, we were not sure that our helicopters could make it there. We had launched the helicopters, but there's no guarantee that these refuelings would go successfully. So fortunately, the merchant vessel Nightingale was in the area, and we knew that we could bring the team on board the Nightingale and divert to Bermuda if our helicopters could not reach it. That's a very important risk decision. The last time we had done a mission like this was 16 years prior in 2001. When we did that mission in 2001, we actually lost one of our pararescue men during the transfer from the life raft to the merchant vessel. Tech Sergeant Doug Uxton lost his life conducting that mission. So it was not without heavy consideration that we decided to make these decisions. Das kann man sich nicht vorstellen, das war ein Gefühl. Und dann haben wir gesehen, wie da ein Flugzeug flog und da waren dann 5 Fallschirmspringer drin. Und dann kamen die zur Rettungsinsel, haben mich übernommen und haben meinem Sohn die Erstversorgung gegeben. Morphiumspritze, ein Tropf und beide Beine verbunden. Und diese Zusammenarbeit, diese Kommunikation über Grenzen hinaus, das ist einfach das Wunderbare an der ganzen Geschichte. Und dass dann Menschen einfach bereit sind, ohne sich um Kosten oder sonstige Dinge zu kümmern, zu organisieren, dass die Rettung tatsächlich stattfindet. And all together, it's more or less unbelievable but true. And that's the reason why we have decided to give the award in gold. What is extremely rare is that we are recognized and thanked for it, because typically in these missions, once as it's happening, you're not exchanging business cards. You don't know who's rescuing you, and you don't ask the name necessarily of who you're rescuing. So to have a chance to actually meet somebody who you rescued and to be recognized is certainly an honor and very great. Für mich ist das heute ein schöner Tag, zum einen, dass ich die 920. die Guardian Angels wieder treffen konnte. Die hat mich damals auch in Orlando noch mal im Krankenhaus besucht. Und zum anderen, dass ich die Gelegenheit habe, mich bei Ihnen und auch bei allen anderen, die an der Rettungsaktion beteiligt gewesen sind, ob es die Feuerwehr gewesen ist, ob es die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüche gewesen ist oder die Guardian Angels der 920. sowie auch das Krankenhauspersonal, die Ärzte und die Pfleger, die alle wirklich einen hervorragenden Job gemacht haben, dass ich mich mal bei allen bedanken konnte, das tut gut. Eben auch ihre Träume. So, jetzt freut euch auf die Geschichte unserer nächsten beiden Gäste. Herzlich willkommen, Kalle und Karl-Heinz Mehr. Hallo, Verwandt, Vater. Hallo. Herzlich willkommen. Baumstamm von Norwegen nach. Beiden kommen aus Bremerhaven. Ne? Und mehr verraten wir jetzt nicht. Schade. Achtung! Oh, das hat wehgetan. Also ganz ehrlich, da hat die Hälfte hat es jetzt noch nicht verstanden. Ja. So, Jörg beginnt. Gerne. Ja. Und der Ratehinweis zur Geschichte. Ein.
Und das ist in diesem Falle durchaus auch ein bisschen Schmerzensgeld. Und das hat nichts mit euch zu tun. Ja, die beiden hatten ein Schiffsunglück, ja, im Bermuda-Dreieck. Da hat nämlich ihr Schiff gebrannt. Und sie wurden dann von der US-Luftwaffe gerettet. Spektakulär. Ihr Nachname ist Meer und ihre Heimat auch. Vater Karl-Heinz und Sohn Kalle aus Bremerhaven stechen gern eifrig und besonnen in See. Doch am 7. Juli 2017 verlässt sie ihr Glück und sie steuern im Bermuda-Dreieck auf Katastrophenkurs. Ihr Segelboot explodiert und sinkt. Das war alles voller Qualm, es ging nichts. Total schwarzer Rauch, total schwarzer Qualm, man konnte nichts mehr sehen. Das Unglück passiert, als die erfahrenen Segler das neu erworbene Schiff des Juniors im Panama-Kanal abholen. Damit soll es quer über den Atlantik nach Deutschland zurückgehen. Eigentlich. Der Motor, der hörte sich irgendwie anders an. Ganz komisch. Der Motor fängt an zu stottern. Karl-Heinz Senior schaltet ihn sofort aus. Unter Deck öffnet Kalle die Luke zum Maschinenraum. In dem Moment explodiert der gerade erst reparierte Motor. Da gibt es eine Verpuffung. Wow. Ich habe nur mit einem Auge gesehen, wie der auf den Rücken geflogen ist. Und sofort Qualm über. Es folgen dramatische Stunden. Die beiden Seemänner schaffen es in letzter Minute samt Satellitentelefon in die Rettungsinsel. Der Sohn mit lebensgefährlichen Verbrennungen an den Beinen. Als dann das Adrenalin nachgelassen hat, dann kamen die Schmerzen. Aber was für Schmerzen? Die Schmerzschreie, die höre ich heute noch. Ein Tanker kommt in greifbare Nähe, versucht zwei Stunden erfolglos an die kleine Rettungsinsel ranzukommen. Plötzlich tauchen Rettungsflieger der US Navy auf und retten in einer beispiellosen Hilfsaktion den Meers das Leben. Ja, ich würde sagen, ich habe zweimal Geburtstag. Ja, am 7.7.2017 bin ich nochmal neu geboren. Die Meermänner sind mit Schrecken und dem Leben nochmal davongekommen. Unser Name ist Meer. Und unser Name ist Programm. Und heute, kaum zu glauben, gehen sie trotzdem weiterhin gerne an Bord. Ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, die US Navy, also die Luftwaffe war es ja in dem Falle, die Air Force. Ne? Das war eine Spezialeinheit gewesen. Wir hatten auch so viel Glück gehabt noch, dass die Spezialeinheit, die heißt Guardian Angel, da sind die Amerikaner auch sehr stolz drauf, die sind eigentlich dafür da, um die eigenen Kameraden, die verbundenen Kameraden hinter feindlichen Linien zu retten. Mhm. Die waren gerade erst wieder in Amerika zurück, hatten gerade Urlaub. Mhm. Und der Colonel hatte dann eine Entscheidung zu treffen, und weil für die Küstenwache waren wir zu weit draußen, die konnte uns nicht helfen, und da ich schwer verletzt war, brauchte ich Soforthilfe. Und dann haben sie die Air Force gefragt, und die haben sich dann bereit erklärt, beziehungsweise haben Freiwillige gesucht. Und an dieser Aktion, das kam ja, hat man mir hinterher erst mitgeteilt, waren 88 Soldaten daran beteiligt mit über 900 Mannstunden, vier Helikopter, zwei Tankflugzeuge, fünf Fallschirmspringer und dann die Nord Nightingale, der Tanker, der umgeleitet wurde. Also war schon eine riesenspektakuläre Aktion. Und die wurde am 26. Januar noch in Hamburg von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit der Goldenen Rettermedaille am Bande ausgezeichnet. Super Geschichte. Ja. Also Glück im Unglück gehabt. Also, ja. Und eigentlich schreit das danach, ist ja fast Stoff für einen Spielfilm, oder? Ja. Hier, der Produzent hat schon ganz genau... Ein teurer Spielfilm. Teurer Spielfilm, auf jeden Fall. Also in Amerika ist das rauf und runter gegangen in den Nachrichten. Glaube ich. Man hat mir nahegelegt, ich sollte ein Buch schreiben. Ja. Aber wie viel Nur Zeit... Schriftsteller bin ich halt nicht. Was mich interessiert, wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Unfall und dem Moment, wo Sie wussten, uns wird geholfen? 9 Stunden. Das heißt, 9 Stunden war völlig... Ja. Karl-Heinz, wie viele Gebete schon seitdem zum Himmel geschickt? Ich muss eins sagen, als ich in der Rettungsinsel saß, ich habe ja schon mit 18 geheiratet damals, weil ich das wollte. Meine Frau war 16, weil ich dachte, ich liebe die. Mein Vater sagte, du weißt ja gar nicht, was Liebe ist, Junge. Aber trotzdem unterschrieben, dass ich heiraten durfte. Aber als das passiert, ich saß in der Rettungsinsel, da habe ich gewusst, dass es Liebe ist. Da kommt alles, wie das ganze Leben. Kommt alles wieder raus.
Das Gute, warum wir heute auch so befreit darüber reden können, ist, dass es ja alles positiv ausgegangen ist. Das haben wir gerade gehört, Kalle. Und ich freue mich für euch beide wirklich sehr, dass es 1.000 Euro geworden sind. Ja? Und ich hatte vorhin gesagt, ein bisschen Schmerzensgeld ist es dabei. Aber ja, da muss ich auch was zu sagen. Also die wissen auch schon, wie wir sie einsetzen. Ja? Mein Vater möchte gerne nochmal mit dem Segelschiff nach Cap Canaveral segeln. Mhm. Da ist die Einheit der US Air Force. Und will sich dann noch mal vor Ort persönlich bedanken. Okay, vielleicht vorher einen neuen Motor kaufen. Ja, absolut. Kalle, herzlichen Dank. Karl-Heinz, alles Gute bei allen Unternehmungen. Und bitte immer gesund bleiben jetzt. Ja? Es folgt ein Interview mit dem Karl-Heinz Mehr Senior, der von der Yacht hier interviewt wurde. Sie berichteten ihren Rettern, dass es eine Explosion im Motorraum gegeben hätte. Was könnte die Ursache dafür gewesen sein? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass davor nochmal der Filter sauber gemacht worden war. Im Tank war ja Dreck. Wo waren Sie, als es zur Explosion kam? An Deck. Mein Sohn hatte gerade den Dieselfilter gereinigt und musste dringend auf die Toilette, weil er seit Tagen Durchfall hatte. Woher rief er noch, kannst die Maschine starten? Was passierte dann? Ich startete den Motor, der sprang nach ein paar Umdrehungen auch an. Doch nach wenigen Minuten fängt er an, langsamer zu werden. Und komische Geräusche zu machen. Da bin ich sofort zum Zündschlüssel hingesprungen und habe den Stoppschalter betätigt. Mit einem Auge habe ich gesehen, wie die Temperatur bei 140, 160 Grad lag. Der Motor muss glühend heiß gewesen sein. Etwa zugleich kam mein Sohn von der Toilette. Und dann hat's bumm gemacht. Richtig bumm. Wissen Sie warum? Da müssen sich irgendwelche Gase gebildet haben. Binnen Sekunden war überall Rauch. Man konnte nichts sehen. Mein Sohn ist schnell nach vorn gerannt, weil er durch den Niedergang gar nicht mehr hochgekommen wäre. Er hat die Segeltasche geschnappt, in die er immer alles reingeschmissen hat, was wichtig war. Geld, Reisepass, Bootspapiere. Die hat er durchs Vorlug an Deck geworfen und ist hinterher. Und dann? Es war gar keine Zeit mehr, irgendwas zu machen. Das kann sich keiner vorstellen. Mein Sohn keuchte nur noch, sagte er, er sei unter Deck fast besinnungslos geworden. Ich hatte ihn da gar nicht mehr rausgekriegt. Woran erinnern Sie sich noch? Er schrie nur, Vater, Vater, mach die Rettungsinsel klar. Da habe ich noch gar nicht gesehen, dass seine Beine verbrannt waren. Mit dem Tauchermesser habe ich die Rettungsinsel losgeschnitten. Die war mit einem Spanngurt fixiert und über Bord damit. Das klappte. Doch dann ging die nicht auf. Was meinen Sie, was das für ein Schreck war? Noch 2-3 Mal gezogen, dann ging sie endlich auf. Mein Sohn hat die Tasche reingeschmissen, sich reinfallen lassen. Und Sie hinterher? Ich hatte etwas mehr Schwierigkeiten, weil ich nun doch nicht mehr so ganz beweglich bin. Rechts hinten in der Wachskiste hatte ich eine kleine Reisetasche mit einem Geschenk von den Kuna-Indianern für meinen Enkel, der jetzt in die Schule kommt. In den vorangegangenen Filmausschnitten war die Version der beiden Meers, dass Kalle den Motorraum öffnete und dabei kam es zu dieser Explosion. Das Interview in der Zeitschrift Yacht war kurz nach dem Unfall gemacht worden und zeigt eine ganz andere Version des Schadenshergangs. Mein Kommentar zu diesem Interview ist folgender. Woher hatten die beiden Schiffbrüchigen die genaue Positionsangabe her, als sie in der Rettungsinsel telefonierten? Denn GPS-Daten haben keine der Geräte angezeigt. So mal schnell den Filter reinigen, schnell auf die Toilette und dann den Motor starten, das geht gar nicht. Da muss das Dieselleitungssystem entlüftet werden. Dies ist ein längerer Vorgang. Dabei wird der Motor gestartet, der nicht anspringt, aber die Dieselpumpe antreibt.
Beim Öffnen der Dieselzuleitung entweicht Luft. Wenn dann nur noch Diesel kommt, werden die Zuleitungen wieder fest verschraubt und der Motor kann sicher dann anspringen. Etwas Diesel könnte dann auf dem Motorgehäuse vorhanden sein. Es ist jedoch unmöglich, dass der Motor nach wenigen Minuten so heiß werden kann. Sollte er sich erhitzen, gibt es optische und akustische Warnsignale. Eventuell ausgetretener Diesel beim Entlüften entzündet sich aber erst ab 255 Grad. Da muss auch noch Funkenbildung dazu kommen, wenn Diesel verdampft, damit es zu einer Explosion kommen kann oder einer Verpuffung. Es gibt keinen anderen Stoff im Motorraum, der sich so entzünden könnte. Der Kalle kam aus der Toilette und dann hat es Bumm gemacht, war die eine Aussage. Das widerspricht sich total mit den anderen Aussagen der beiden Mehrs. Bei dieser Version sind die Treppenstufen mit dem Niedergang vom Motorraum weggesprengt worden. Die starken Verriegelungen müssten aus ihren Verankerungen dabei gerissen sein. Lag dann die ganze Zeit die EPIR-Notfallboje und das Satellitentelefon im Cockpit außen unter der Sprayhood, bei schönstem Wetter sozusagen? Höchst ungewöhnlich. Das habe ich selbst nie getan, auch bei schwerem Wetter nicht. Beides ist nahe dem Kartentisch greifbar. Das Satellitentelefon ist meist an die Außenantenne angeschlossen und sitzt in einer Halterung. Da guter Empfang bei Wetterdaten aus dem Internet so gewährleistet ist. Telefonate werden eher selten geführt. Wo war die Rettungsinsel befestigt? An Deck über dem Niedergang ist ihr Platz gewesen. Fest verzurrt mit diesen Spanngurten. Die Rettungsinsel ist jedoch so schwer, dass eine kräftige Person diese kaum heben kann. Und ein Senior wie der Karl-Heinz Mehr, denke ich schon gar nicht. Hier liegt Karuna vor Anker bei Kingston in Jamaika, kurz vor der Abfahrt nach Europa. Die Rettungsinsel ist wahrscheinlich weiterhin in der Wachskiste untergebracht, denn unter dem Baum sieht man sie hier nicht. Sollte das Schiff verlassen werden müssen, weil es sinkt oder es brennt, dann ist die Rettungsinsel nur zu zweit aus der Achterkabine zum Heck zu bringen. Dabei müsste das Beiboot gelöst werden, es zu Wasser gelassen werden oder man lässt es wegtreiben, denn nur dann kommt man übers Heck in die Rettungsinsel. Seitlich ans Schiff die Rettungsinsel anzubinden, ist theoretisch auch möglich, aber es fehlt wohl eine Leine. Nur die Reißleine ist da und wenn da zwei, dreimal dran gezogen werden musste, damit sie die Rettungsinsel öffnet, ist das von der Seite her nicht möglich. Also wird man nur zu zweit die Rettungsinsel zum Heck gebracht haben, um dort einzusteigen, bei ruhiger See und schönstem Wetter. Hier endet erst einmal die Geschichte. Ich hoffe, dass Juristen und Sachverständige die gesamte Geschichte zum Ende bringen und die Wahrheit herauskommt, was geschehen ist an Bord der Karuna. Die am 7. Juli 2017 im Atlantik 500 Meilen östlich von Florida brennend versank.